Einen wunderschönen guten Tag und hallo. Ich grüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategic Command American Civil War gegen Darok. Shop bei ihm vorbei, lohnt sich. Ich bin wieder nicht alleine in der Aufnahme. Kleiner Sohnemann ist dabei am Schlafen. Ich hoffe, er schläft durch. Falls es zu unschönen Schnitten kommt, wollte ich nochmal vorwegnehmen. Weil, wenn er schreit, mache ich das raus. Ah, das war dumm. Oh. Also, das habe ich ja sowas von gerade kommen sehen. Okay. Puh, der hat was dahin verlegt, das passt. Ja. Ja, aber im Prinzip hat er sich daraus ein bisschen exponiert. Es könnte gut für uns sein, müssen wir jetzt mal sehen. Weil wenn wir dafür in Nashville reinkommen, dass er nach rechts da weggezogen ist, ist das eigentlich ganz okay. Panzerzug ist vernichtet. Okay. Das passt, okay. Also erstmal hier den nächsten Dude da rein. Aber ich schicke den da rein, genau. Du läufst nach da oben. Du nächste Runde rein. Du, ja, okay. Einen können wir nach oben schicken, einen können wir nach hier schicken. Ein nach da, ein nach hier, du bleibst da. Das passt, okay. Jetzt können wir uns hier unsere Gedanken drum machen, also. Okay. Da haben wir das nächste Ding erobert. Hier müssen wir wieder das erobern, damit wir hier diese Nachschubverbindungen haben, damit das hier nicht auf 3 runter bleibt. Hier haben wir einen Kumpel. Aber endlich können wir alles sehen. Okay, so 3. 2. Okay, also wir machen jetzt erstmal... diesen Angriff. Dann machen wir diesen Angriff. Ah, jetzt können wir das nicht mehr weitermachen. Das ist schlecht. Rangehen. Rangehen. Jetzt müssen wir uns hier was kurz überlegen. Da muss einer hin. Pardon. Da können wir eigentlich den hier verlegen, weil hier wird niemand sein. Das ist davon auszugehen. So. Ich müsste ihn zurückbeordern. Das geht, ja. Na, machen wir so. Passt, dann kriegt er das hier wieder. Du gehst nochmal einen Schritt ran. Okay, nicht genügend Nachschub. Du machst hier 6 nur. 5, 4 ist 4, macht er 6. Hier müsste der 5 bekommen. Okay. Unser kleiner Zuschauer will ein bisschen was mitmachen. Dann hat er trotzdem 4. Ich brauche hier noch einen HQ. Für den Nachschub. Okay. Ich meine, ich habe doch zu viele. Ich meine, ich habe doch zu viele hier irgendwo, ne? Hier, du. Ja, reicht mir. Gehst mal nach hier. Dann kannst du nach da. Und schöne Nachschubsituation erschaffen. Okay. Du begibst dich mal bitte nach hier. Du nach da. Das tat weh, aber ist mir egal. Okay. Aber wir müssen jetzt hier noch weitermachen. Wir haben hier den hier. Okay, da kommen wir mit ihm rein. Dann kannst du übersetzen. Okay, Fort Smith. Theoretisch hier glaube ich nicht, dass so schnell was durchkommt. Mhm,
Dann kannst du ruhig nach da gehen und hier runter arbeiten. Du darfst einfach mal Lebenspunkte bekommen. Du gehst nach hier. Du gehst nach da. Einfach mehr erobern, das passt. Ich nehme die zwei mit. Ich könnte hier eintüten, runterfahren, danach da. Andererseits. Na? Wollen wir uns nicht beschweren? Machen wir mal hier die Verbindungslinie frei. Okay. Also hier ist jetzt gerade ein bisschen blöd, ne? 2-2, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Also tatsächlich glaube ich, dass hier letztens, wo ich hier nicht sehen konnte, das wirklich am Wetter lag. Dass das Problem war. Okay. So, also du kannst jetzt schon mal hier hin. Du gehst nach hier und haben schon ein paar Sachen erobert. An die Front. Okay, verlegen. Okay, du kommst dann nicht schneller. Oh, wobei. 5 Aktionspunkte, das ist schon gut. An die Front. Den könnte man überlegen, woanders hinzubringen. Wisst ihr was? Ich habe sogar eine andere noch Idee. Ich bringe hier noch einen von denen hin. Hier bringe ich den noch hin. Und damit er das hier schützen muss. Obwohl, nee, ist egal. Ja, der ist zu nah an der Front, damit ich den verlege. Okay. Geh mal nach da. Das ist. Okay, der muss jetzt erstmal auffüllen. Das ist sogar sehr attraktiv, da eigentlich reinzugehen, ne? Ja. Das ist eigentlich zu attraktiv, um da nicht reinzugehen. So, zack. Stück nach vorne. Nach vorne. Da komme ich auch so hin. Partisanen sind hier keine. Da geh mal ran. Geh mal da rein. Okay, passt auch. Das passt auch. Ja, den traue ich mich gerade nicht zu bewegen. Du gehst bitte mal nach hier. Mit an die Front. Das Problem ist, ich kann jetzt zwar nach da verlegen, aber die Dinger kriege. Ah, hier kann ich ihn nachher hin verlegen. Okay, kann ich ihn jetzt schon dahin verlegen? Nee, weil der hier die Zugverbindung von da hat und das dauert 2 Runden. Okay. Ich könnte diese Runde auffüllen. Ah, komm, machen wir so. Okay. Die machen nur Sachen kaputt und hier muss ich aufpassen. Okay. Hätte ich natürlich mal ein bisschen vorher drauf gucken sollen. Aha. Da ist einer. Denn. Ja, jetzt habe ich den gesucht, ohne dass ich ihn bekämpfen kann. Das war stupid. Okay. New Orleans ist jetzt ein Problem. New Orleans ist ein Problem. Ja, New Orleans ist ein Problem.
Weil ich kann hier nicht durchfahren. So. Ich kann da nicht durchfahren. Was passiert, wenn ich so das hier mache? Okay, verstehe. Du stellst dich mal dahin. Oh, jetzt kriegt der New Orleans wieder. Krieg ich da noch. Ne, ich krieg da nichts mehr hin, ne? Sehr gut. Sehr gut. Stell dich mal nach da. Stell du dich nach hier. Kannst du dich nämlich mal auffüllen? Du kriegst das mal auch mal aufgefüllt. Das kann ich nicht verhindern. Wenn ich den losjage, dann kommt der bis hier und nächste Runde bis da. Will der nicht endlich mal aufgeben? Ich kann bis nach hier laufen. Ja. Ich muss hier stehen bleiben. Okay, weißt du was? Wir schieben die mal los. Ja, da kann er ja nicht rein. Du kannst da rein. Wir gucken mal, wie wir da unten ankommen. Das macht sonst keinen Sinn. Du kannst jetzt definitiv dich auf irgendeine Schiene begeben. Ja, genau, Schiene. So. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dir machen soll. Ich habe mich da so ein bisschen verfahren mit, ne? Wir holen uns einfach noch ein Nachschubding. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Nachschub rein. Hier. Was mache ich mit dem? Vielleicht auf eine Schiene begeben? Aber eine Landung kann ich nicht durchführen. Es ist so. Komm, begib dich hier auf eine Schiene. Weil dann habe ich nächstes Mal die Möglichkeit, den entweder zu verschieben oder ihn zu heilen. Ich guck mal, wo ich den Cut setze. Da war auf jeden Fall der erste Cut schon mal. So, Forschung brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Wir können auf jeden Fall noch mehr Leute holen. Also das Eisenbahngeschütz, das würde ich mir gerne. Also den Zug, ich schaue mir gerne den Ballon nochmal. Und wir brauchen Feuerkraft. Feuerkraft. Und ja, der hat halt nur noch 41 Jungs, 86. Er hatte zwei Runden lang jetzt zu wenig Schaden genommen, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut, wir kämpfen halt auch gerade weniger gegeneinander. Du kannst gerne dahin gehen, gib's ihm einmal auf die Nase. Hilft mir das, wenn ich dich nach hier? Ja, komm.
Okay. Okay, ich glaube, das passt. Das passt. Jetzt ist noch er da unten. Ach, der kommt den heilig jetzt. So, ich kann zwar mich jetzt hier unten hinbegeben, aber so. Aber das wird halt nichts bringen. Das wird leider nichts bringen. Die Dudes hilft mir auch nicht weiter. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier unten das wirklich noch brauche, die zwei. Ich lasse da einen. Hier in El Paso, das reicht mir. Der kommt doch noch hoch. Jo, der Rest? Der Rest ist, ja. Ein, zwei ärgerliche Situationen wieder hier. Dass wir endlich mal in Nashville reinkommen. Sobald ich Nashville erreicht habe, sollte das eigentlich passen. Das Problem ist nur, wenn er jetzt hier Mobile wieder in New Orleans zurückbekommt, dann wird das doof. Mit ihm hier werde ich alleine nicht Barkley platt bekommen. Ich könnte mich wieder einschiffen und jetzt Mobile platt machen. Das wäre lustig. Ich könnte versuchen. Oh, das wäre eigentlich, wo er hin könnte. Aber dafür müsste ich hier durch. Und das ist auch nicht das, was ich will. Ich denke drüber nach. Gut, wir werden jetzt mal beenden. Ich muss meine Gedanken dazu machen. Das kann ich auf Video machen. Ja, zwei. Ah, jetzt müssen wir mal schnell durchkommen. Bevor der Kleine zu sehr meckert, weil das muss jetzt nicht auf die Aufnahme. Okay, und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und das kleine Gemecker im Hintergrund war jetzt nicht zu störend. Ich hoffe, ihr verzeiht, aber die Sache ist einfach die. Entweder man arbeitet mit dem Kleinen oder gegen den Kleinen und das macht für mich keinen Sinn, dagegen zu arbeiten. Darum arbeite ich einfach damit. Ich könnte dann halt entweder hingehen, dann die Aufnahmen gar nicht machen oder die Aufnahme mit ihm machen. Teilweise aber auch nur. Und dann mache ich einfach mit dem. Und gehe davon aus, dass der ein oder andere von euch auch Vater sein wird. Ich glaube, das sollte aber dann passen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.